Gut und willkommen beim Whisky Bubble. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir und heute habe ich den Octomore 6.1 dabei. Octomore 6.1 mit 167 Parts per Million. Der Rauchanteil ist ja bei Octomore immer extrem, hier 167. Es gibt rauchigere, aber das ist so der Standard, schön viel. Viermal so viel wie so ein klassischer Artback 10 oder so, wenn man das im Vergleich nimmt. Extrem rauchig. 6.1. Danach gab es schon die 7er Serie. Das ist ein sehr leckerer Vertreter für die Octomore-Reihe. Abgefüllt wie immer naturbelassen mit 57 Volumenprozente. Und ja, 6.1. Schönes Teil. Octomore selbst gehört zur Bruichladdich-Brennerei. Und ist dazu sagen, der rauchige Vertreter, also Bruichladdich sind die ungetorften, dann gibt es die Port Charlotte, das sind die getorften, trinke ich sehr gerne, auch wegen diesem schönen Malzcharakter. Und dann gibt es hier diesen Octomore, das ist sozusagen nochmal die super heavily peated oder wie sie es nennen. 5 Jahre hat dieser noch, die 7er Serie auch noch und dann kam ja der 10er mit 10 Jahren, mal schauen, was dann demnächst kommt. Ich habe mir einen eingeschenkt, ich werde ihn verriechen und verschmecken. Vorab zu diesem kleinen Octomore, der wurde mir ein bisschen gesponsert, also die Flasche ist nicht leer, die hat mir ein guter Kumpel einfach da gelassen, der hat die vergessen, hat gesagt, doch, dreh doch mal ein Video, ja, das werde ich jetzt machen. Vielen Dank. Rauch ist da, wie immer bei Octomore, der größte, mistigste, heavily peated. Für mich ist Octomore gar nicht so rauchig, wie immer alle tun. Ja, das ist Rauch, das ist ein krasser, intensiver Rauch, der aber so gebündelt ist, dass er schon wieder angenehmer wirkt, wie für mich so ein kalter Ascherauch, den dann so ein Kilhom oder so manchmal hat, ja, oder andere Malz. Da ist Octomore für mich eher so dieses extrem über einem Laphroaig, so dieses extrem phenolische. Rauch, Rauch, Rauch und hinter dem Rauch verbirgt sich dann eine, ja, schöne, ich würde schon sagen, so eine dunkle Fruchtsäure. Süß, aber auch gleichzeitig leicht herb. Holzarom, muffig, ja, dieses ich sage immer Kuhscheiße, andere bezeichnen es als erdig, das kommt hier durch, ja. So einen leichten Kuhscheiß-Weidencharakter im positiven Sinne. Ja, schön. Einfach dieses gesamte Wechselspiel. Vielleicht ist es eher so ein Strohballen, den ich damit assoziiere. Riecht irgendwie lecker. Voll mit diesem Fruchtaromen, Malzaromen. Setzt sich richtig in den Mund rein, leichtes Holz und dann schluckt man runter. Der ganze Mund wird mit diesem Rauch überdeckt. Jetzt kommt er richtig durch. Nicht so wie in der Nase, nochmal stärker. Jetzt klar, beim Riechen kommt er dann auch wieder stärker nach dem ersten Trinken. Da ist einfach der Rauch da, diese Frucht mit diesen leichten herben Bitternoten. Leichte Gewürze vorne auf der Zunge. Alles super angenommen und schön eingebunden. Wirkt auch typisch so für einen Octomore mit diesen 5 Jahren. Ja, das merkt man nicht. Das ist kein junger Whisky. Der ist einfach schön zu trinken. Extrem. Trotz 57 Volumenprozente ist es jetzt nicht so, dass ich verlangen habe, da Wasser reinzumachen. Süß. Ja, dieses Stroh und Malz ist da. Dieser erdige Geruch geht weg. Lecker. Einfach lecker. Mein Fazit für den Octomore 6.1. Für mich ist es wirklich ein klasse Malt, der wirklich Spaß macht zu trinken. Der hat eine große Komplexität mit diesen 5 Jahren, die er jetzt schon mitbringt. Klar, Octomore ist ein bisschen teuer. Das muss man wissen, ob man sich die Flaschen kaufen will oder möchte.
Für mich, ich hatte ja den 10er, habe ich mir eine halbe Flasche gegönnt. Grundsätzlich finde ich sie schon ein bisschen teuer. Wenn man sie hat, ist es was Schönes, wo man gern mal einen trinken kann. Sie machen einfach Spaß im Vergleich zum 7-1er, muss ich auch sagen, ist der 6-1er nochmal eine Schippe drauf. Der ist viel, viel besser. Ich hatte jetzt schon den 10er, den fand ich sehr gut. Den 7-2er fand ich sehr gut. Den 7-3er fand ich sehr gut. Den 6-3 fand ich sehr gut. Den 6-1 finde ich auch gut. Also durch die Bank tolle Malls. Der 7-1 hat mich als einzigster so ein bisschen... ja, enttäuscht. Der war mir ein bisschen zu scharf. Aber hier 6-1 wieder ausgezeichnet. Da macht Bruichladdich einfach wirklich was Tolles. Ein schöner Oktomor. Preislich, wie immer, zu teuer. Aber ab und zu gibt es ja doch ein Schnäppchen. Und wenn man es mal ausprobieren will, denke ich, ist der Oktomor 6-1 auch ein schöner Malt, mit dem man es mal austesten kann. Das war es auf jeden Fall mit mir und dem Oktomor. Bis demnächst und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Tschö!